Herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Motorrad-Norwegen-Reise 2022. In diesem Teil gibt es sehr viel fürs Auge, Wasserfälle, Landschaftsaufnahmen, Aussichtspunkte. Daher genießt diesen Film in Ruhe und lasst euch verzaubern von Norwegen. Leute, so, ich bin seit 6 Uhr wach. Die Nacht war eigentlich ganz angenehm. Die Jacke habe ich nicht angehabt, den Pullover nur, Hose und die Thermounterwäsche. Das ging auch ganz gut. Nur diese ganz leichten Seitenteile, die wurden nass. Ansonsten war ich komplett eingehüllt und das war eigentlich ganz gut. Aber es ist jetzt trotzdem arschkalt. Also, ich glaube, wir haben 7 Grad oder so. Und das werde ich auch, glaube ich, nicht jeden Abend machen in der Hängematte, obwohl er schon echt geil war mit dem Sternenhimmel. Ich habe ein paar Fotos gemacht und das sieht echt geil aus. Also mit dem Handy, aber trotzdem echt geile Fotos. Und jetzt mal schnell irgendwie anziehen und dann auf dem Moped, weil da Besitzheizung und Griffheizung. Moje. So, ich bin jetzt schon seit einer halben Stunde oder so unterwegs. Oder Stunde, keine Ahnung. Durch die lange Strecke vergisst mir die Zeit. Immer nur geradeaus, ein paar Kurven hoch und runter, das ist immer cool. Bin jetzt Richtung Bergen. Das ist im Westen. Bei der Küste. Also ich will jetzt näher der Küste fahren ein bisschen. Und hier fährt man. Und hier ist eine Stille. Hier ist nichts. Ab und zu kommt hier mal ein Auto her. Aber das kann man gar nicht beschreiben, wie weit das alles ist. Und ich bin erst dann noch im Süden sozusagen. Also vollkommen allein. Hier komme ich zu einem Tunnel, wo eine Baustelle ist. Ein Sicherungsposten von der Baufirma, der wartet mich und hält mich gerade an. Ja, und so kommt man natürlich ins Gespräch. Ich bin ziemlich müde gerade von den langen Fahrten, von den langen Straßen. Und der Bauarbeiter fragt mich, woher ich denn komme. Ja, aus Deutschland, habe ich dann gesagt. Und wie lange ich denn hier im Urlaub wäre oder was ich hier mache. Habe ich gesagt, ja, ich habe 4 Wochen Urlaub, bin auf dem Weg zum Nordkap. Und da ist er nur am Lachen, oh, das ist aber eine weite Fahrt. Und ja, dann haben wir über das Wetter gesprochen. Es ist ja gerade recht kühl, habe ich gesagt. Und er sagte, oh, das ist das beste Wetter seit Tagen. 10 Grad Sonne, was will man mehr? Und ja, ich sagte so, ja, es ist beim Fahren recht kühl, aber das Wetter ist ja wirklich toll.
So Leute, ich bin jetzt zum ersten Mal über 1000 Meter hoch. 1002 Meter. Ich weiß nicht, wie hoch der höchste Berg in Norwegen ist, aber ich glaube 1000 Meter ist schon hoch. Man kann ja auch schon sehen, hier ist Schnee auf den Bergen. Und ja, wir sind hier recht hoch im Gebirge. Ja, hier komme ich zur nächsten Baustelle und da ja in Norwegen recht wenig los ist und als Motorradfahrer man ja auch eigentlich recht beliebt ist, einfach vorsichtig dran vorbeifahren. Hui, hier sieht es gerade ein bisschen schneller aus. Ja, eine sehr lange Schlange, die Wohnmobile sind natürlich alle ein bisschen langsamer unterwegs und wir wollen ja natürlich mit dem Motorrad schnellstmöglichst vorankommen, aber trotzdem auch die Natur genießen. Eben hier vorsichtig vorbeifahren, den Streckenposten eben sagen, jo, alles klar, ich warte. Und das ist das Interessante, hier fahren immer in den Baustellen so Sicherheitsfahrzeuge vor. Die haben zwar eine Ampel und einen Sicherungsposten da und dann fährt trotzdem immer noch vorne ein Fahrzeug vorweg mit Rundumleuchten an und begleiten dich dann die ganze Strecke. Und wenn die 20 Kilometer lang ist, fahr die vor dir her in einer bestimmten Geschwindigkeit, auch trotz, ja, recht zügig auch, und ja, und dann warten, dann fahren die bis ans Ende der Baustelle und dort drehen sie dann nachher wieder, wenn alle vorbei sind. Also echt ulkig. Ja, wie ich im vorigen Film vielleicht schon mal erwähnt habe, ist, dass man auf jeden Fall die Nebenstrecken fahren sollte, also nicht die gerade Strecke durch den Tunnel her oder so, sondern am besten über den Berg hinüber. Hier ist ein Motorradfahrer vor mir, der war in der Baustelle auch schon vor mir gewesen und ja, der kennt sich wohl hier aus. Der ist nämlich schon hier rechts abgebogen und ja, vor mir ist der Tunnel. Und dann war ich so am Überlegen, so, warte mal, guckst du, er fährt rechts ab. Ja, warte mal, das ist ein Tunnel. Tunnel ist ja meistens immer gerade, ist langweilig. Komm, hältst du mal eben hier rechts an, guckst mal eben auf der Karte, wo geht das denn da genau hin und komme ich denn auch auf der anderen Seite da wieder raus oder da, wo ich hin will. Jo, alles klar, eben kurz hier angehalten, aufs Navi geguckt, zack, zack, ein bisschen rangezoomt, Nebenstraße. Jo, alles klar. Und dann eben gedreht zur Nebenstraße hin. Es war definitiv die richtige Entscheidung, auf diese Straße zu fahren, denn ich habe viel Zeit hier oben verbracht, sehr viele Fotos gemacht, die Landschaft genossen und einfach ja die abwechslungsreichen Kurven. Es ist zwar eine sehr schmale Straße, hier muss man natürlich auch wieder aufpassen, wo man jetzt nicht gut einsehen kann, aber gleich oben der Ausblick ist phänomenal.
sehr spektakulär sind die Kreisverkehre hier in den Tunnel. Die sind immer kurz vorher blau beleuchtet oder auch in anderen Farben schon mal. Ich glaube aber hauptsächlich blau. Und das sieht schon immer echt cool aus. Also nicht schlecht. Diese Hängebrücke habe ich mir vorher rausgesucht als Sehenswürdigkeit oder als spektakuläres Bauwerk. Diese Brücke ist wirklich sehr lang, sehr hoch und ist auch schon in manchen Filmen drin vorgekommen. Also eine echt coole Brücke. Man konnte hier wirklich weit sehen. Und ja, das war schon echt cool, über eine Brücke zu fahren. Also das macht in Norwegen schon richtig Spaß im Gegensatz zu anderen Ländern, weil die Brücken erstmal in Ordnung sind und dann halt auch echt spektakulär. Entweder riesengroß oder halt auch sehr gewölbt mit einer Kurve drin und sehr steil. Also das ist schon echt cool. Ja, es geht rauf, es geht runter. Es ging gerade eine ganze Zeit im Tal geradeaus. Das war richtig scheiße und richtig langweilig. Da war auch die Polizei hinter mir, nur 80 km/h. Ich hätte kotzen können. Bestimmt 40 Kilometer oder so. Und jetzt endlich mal wieder einen Pass hochgefahren. Ich sag mal Pass, 100 Berg. Von mal eben von 225 Meter wieder auf 900 bis 1000 Höhenmeter. Das geht hier so schnell. Ich brauche aber mehr Kurven und mehr bergauf und ab. Diese langen Geraden, die machen mich verrückt. Und ich fahre schon 110, 120 teils. Jo. Auf der Suche nach dem perfekten Foto. Kurz darauf wurde mein Wunsch erfüllt und es ging über eine echt spektakuläre Höhenstraße, wo man wieder wirklich sehr weit schauen konnte. Hier oben habe ich ja auch eine Zeit lang verweilt. Und dann ging es wieder runter ins Tal auf 2 Höhenmeter und kurz danach ging es wieder rauf auf 800 Meter mit Kurven ohne Ende. Also ja, Norwegen ist schon sehr, sehr abwechslungsreich.
Also Leute, ich war gerade nach oben am Berg, jetzt bin ich hier unten am See. Gerade war ich noch 890 bis 950 Meter hoch. Jetzt bin ich hier 2 Meter über NN. Oben hatten wir 14 Grad, hier unten haben wir 20 Grad. Jetzt wisst ihr erstmal, mit was für Sachen ich alles zu kämpfen habe. Mit was für Wetterverhältnissen. Heute Morgen bin ich bei 7 Grad gestartet mit Thermosachen, die habe ich immer noch an, weil andauernd sich das Wetter ändert. Nicht das Wetter, sondern die Höhe. Und ja, und jetzt bin ich wieder hier unten, jetzt könnte ich wieder alles ausziehen. Aber es ist viel Fahrtwind, es ist sehr windig teils. Und ja, das ist ganz schön anstrengend teils. Immer von 900 auf 0 zu fahren fast. Und es geht wieder los. Viele Kehren, schöne lange Geraden bis zur nächsten Kehre. Mir macht es richtig Spaß, immer voll zu beschleunigen. Ein bisschen Adrenalinrausch. Hier sieht man wieder, mit Schwung angekommen. Kein Verkehr hier, man kann richtig gehen lassen. Man kann sehr weit gucken. Und es geht wirklich steil bergauf. Und man ist wieder nur am Grinsen. Also Norwegen verzeiht schnell oder man verzeiht schnell Norwegen die langen Straßen, die langen Geraden und ja, tatsächlich bin ich wohl hier an diesem Tag auch Glückspilz wie auf der ganzen Tour. Es ist wenig los und es gibt ja sehr viele Aussichtspunkte, wo ja viel Tourismus ist. Hier aber auch ja, 3 Leute. Ich bin wieder, kann für mich ganz allein schöne Fotos machen. Und ja, perfekter Zeitraum, den ich hier ausgewählt habe zum Fahren. Es ist zwar frisch, aber der Ausblick hier, der verzeiht. Super. So Leute, ich habe meinen Zeltplatz gefunden und zwar dachte ich mir dieses Mal ein paar Höhenmeter weiter unten. Und zwar bin ich jetzt bei 250 Höhenmeter, da wird es bestimmt nicht ganz so kalt wie gestern bei 560 und morgen geht es sofort weiter. Aber ich habe ja auch Wasser hier, habe ich schon gefiltert
Also gibt's gleich was zu essen. Ich habe nämlich richtig Kohldampf. Moin. Ja, es ist doch wirklich frisch und man kann sogar meinen Atem sehen. Nur mal zu zeigen, wie kalt es ist und die Nacht etwa. Zeigt das Thermometer 5,5 Grad an. Und natürlich alles nass. Deswegen immer alles schön einpacken und ins Zelt reintun. Das Zelt muss ich jetzt erstmal abtrocknen. Und ich hoffe, dass irgendwie die Sonne gleich rauskommt. Das muss ich heute Mittag mal irgendwo aufhängen. Weil sonst ist alles nass und dann schimmelt es und Feuchtigkeit ist ja nicht so gut dafür. Ja, aber ich habe extra Handtücher dabei, die richtig gut sind und ja, da ist die Sonne schon mal. Später. Moje. So, ich war gerade beim Zahnarzt, weil gestern ist mir irgendwas rausgebrochen. Ich dachte, es wäre von der Wurzelbehandlung gewesen, die ich letzte Woche hatte, weil ich habe nicht so gute Zähne. Aber es war wohl irgendein Zahnstück oder so und ja, jetzt habe ich Gott sei Dank hier einen Zahnarzt gefunden und da wurde er mal schnell repariert. Und ja, ich bin super zufrieden, dass ich so weiterfahren kann, weil das war echt schon tief und ich hatte Angst, dass es halt von der Wurzelbehandlung war, dieses Provisorium gekommen. Aber jetzt geht's weiter. Thank you.
So, da bin ich wieder und möchte gar nicht so viel in diesem Film eigentlich reden oder erzählen, da ihr wirklich die Landschaften genießen sollt. Die sind einfach so spektakulär und es macht einfach so Spaß, bei ein bisschen Hintergrundmusik diese tollen Landschaften zu bestaunen. Jetzt bin ich gerade wieder in den Berg hoch und komme gleich oben an, wo ich wieder vor einem Tunnel stehe und ja, habe wieder ganz spontan entschieden, woanders herzufahren. Nicht die neue Straße, nämlich durch den Tunnel, sondern die alte Straße. Zwar ein Unterschied von 30 Kilometern herum, aber das war total egal, weil das war einfach so mega, über den Berg zu fahren und diese Aussichten dort zu genießen. Aber seht selbst. Viel Spaß. Thank you.
So Leute, ihr könnt mich dafür bekloppt halten, wie ihr wollt, aber ich habe meinen Zeltplatz gefunden. Wollen wir mal gucken? Hier ist mein Zeltplatz. Zwar an der Straße, aber das ist scheißegal bei dem Ausblick. Mega. Mega. Moped steht ja davor. Hier kommt das Zelt hin und dann am besten noch mit Ausblick nach da hinten hin. Hier trinke ich gleich mein Bier. Mega. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Reise nach Norwegen im zweiten Teil. Es werden wohl noch ein, zwei Teile folgen, da ich so viel Video- und Fotomaterial habe. Aber wir werden sehen in der Fortsetzung. Bis bald!